Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagnachmittagsversammlung der 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik sorgt ein gemischter Chor mit Missionaren aus der Missionarsschule in Provo. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung. Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Samstagnachmittagsversammlung der 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle Anwesenden und alle, die über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen. Ebenso begrüßen wir alle, die die Satellitenübertragung dieser Konferenz in Pfahlzentren in verschiedenen Teilen der Welt mitverfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Missionarschor von der Missionarsschule in Provo in Utah unter der Leitung von Ryan Agate und Elmo Keck mit Linda Margetz und Bonnie Goodliff an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Sehet ihr Völker«. Das Anfangsgebet spricht dann Schwester Sharon L. Eubank, die erste Ratgeberin in der FAV-Präsidentschaft. Shout the refrain, truth is restored again.
Unser Vater im Himmel, mit tiefer Dankbarkeit versammeln wir uns hier in der Generalkonferenz in der ganzen Welt. Wir sind so dankbar, dass wir Präsident Nelson haben, der uns vorsitzt, und die Präsidentschaft und die Apostel. Wir sind so dankbar für Präsident Ballard und besonders Schwester Ballard und ihr Beispiel. Wir bitten um einen Segen für die Familie. Wir bitten dich auch um einen Segen für diese Versammlung. Bitte hilf uns, dass unser Herz sich öffnet und wir uns weiden können an den Worten. Wir danken dir, dass wir Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage sind, und bitten dich, uns zu helfen, Zeugen zu sein. Im Namen Jesu Christi. Amen. Präsident Henry B. Eyring, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, legt Ihnen nun die führenden Amtsträger und die Gebietssiebziger der Kirche zur Bestätigung vor. Brüder und Schwestern, ich lege Ihnen jetzt die Generalautoritäten, die Gebietssiebziger und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen der Kirche zur Bestätigung vor. Es wird vorgeschlagen, dass wir Russell Marion Nelson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, Dallin Harris Oaks als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Henry Benrian Eyring als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft bestätigen. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Dallin Harris Oaks als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen und Melvin Russell Ballard als amtierenden Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die nachfolgend genannten als Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen: Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong and Ulysses Suarez. Those in favor? Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es auf die gleiche Weise. Es wird vorgeschlagen, dass wir Brooke P. Hales bestätigen, der als Generalautorität 70er berufen wurde. Wer dafür ist, zeige es bitte. Falls jemand dagegen ist, kann er es auf die gleiche Weise zeigen. Es wird vorgeschlagen, dass wir Mervyn B. Arnold, Greg A. Carden, Larry J. Echohawk, C. Scott Groh, Alan F. Packer, Gregory A. Schweitzer und Claudio D. Zivic. Mit Dank für Ihren aufopferungsvollen Dienst als Generalautorität 70er entlassen und Sie emeritieren. Wer sich unserem Dank für die großartige Arbeit, die diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder als Gebiets-70er entlassen: B. Sergio Arturnis, Alan C. Batt, R. Randall Bluth, Hans T. Bohm, Fernando E. Colorón, H. Marcus Marcelo Cardus, Paul R. Coward, Marion B. de Acantonio, Robert A. Dryden, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson,
Mervyn C. Giddy, Juan Roberto Graal, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Michael R. Jensen, Daniel W. Jones, Stephen O. Lang, Axel H. Limer, Tazaro Makassi, Alvin F. Meredith III, Adone S. Obando, Katsuyoko Atahara, Fred A. Parker, Jose C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Alfredo L. Salas, Netzahualcoatl Salinas, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, David J. Thompson, George J. Tobias, Jacques A. Van Rayen, Paul Eduardo Vicencio, Keith B. Walker, Daniel Yernia-Tierra. Wer sich unserem Dank für den hervorragenden Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebietssitzere und die Präsidentschaften der Hilfsorganisation bestätigen, wie sie derzeit im Amt sind. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es auf die gleiche Weise. Wer gegen einen der Vorschläge gestimmt hat, setzt sich bitte mit seinem Pfahlpräsidenten in Verbindung. Brüder und Schwestern, wir sind dankbar für Ihren anhaltenden Glauben und Ihre Gebete für die Führer der Kirche. Der Chor erfreut uns nun mit einem Medley der Lieder »Der Herr braucht tapfere Diener« und »Ich gehöre zur Kirche Jesu Christi«. Nach dem Gesang hören wir von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel. Nach ihm spricht Bischof Dean M. Davies, erster Ratgeber in der präsidierenden Bischofschaft. Anschließend spricht Elder Ulysses Soares vom Kollegium der 12 Apostel zu uns.
Thank you, sisters and elders. We're with you. Danke. Das ist ja schön, hier zu sein. Im Alten Testament lesen wir abwechselnd von Zeitabschnitten, als die Kinder Israel ihrem Bund mit Jehova treu waren und Gott anbeteten, und von anderen Zeiten, als sie diesen Bund missachteten und Götzen, auch die Balen genannt, anbeteten. Die Herrschaft Ahabs im nördlichen Königreich Israel war eine solche Zeit des Abfalls vom Glauben. Einmal trug der Prophet Elia König Ahab auf, das Volk Israel sowie die Propheten oder Priester des Baal auf dem Berg Karmel zu versammeln. Als sich das Volk versammelt hatte, sagte Elia zu ihm: Wie lange noch schwankt ihr nach zwei Seiten? Oder mit anderen Worten, wann entscheidet ihr euch ein für alle Mal? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal es ist, dann folgt diesem. Doch das Volk gab ihm keine Antwort. Also ordnete Elia an, dass er und die Propheten des Baal je einen Stier zerteilen und diesen dann jeweils auf einen Altar legen sollten, ohne jedoch das Holz auf dem Altar anzuzünden. Elia sagte: Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk: Der Vorschlag ist gut. Wie Sie wissen, schrien die Priester des Baal stundenlang zu ihrem vermeintlichen Gott, er möge Feuer herabsenden. Doch es kam kein Laut, keine Antwort, keine Erhörung. Dann war Elia an der Reihe. Er baute den zerstörten Altar des Herrn wieder auf, legte das Holz und das Opfer darauf und befahl dann, Wasser über das Ganze zu gießen. Nicht nur ein- oder zweimal, sondern dreimal. Es bestand kein Zweifel, dass das Feuer weder von ihm noch durch irgendeine menschliche Macht angezündet werden konnte. Zu der Zeit, nun, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt, trat der Prophet Elia an den Altar und rief: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott bist in Israel, dass ich dein Knecht bin und dass all dies in deinem Auftrag tue. Da kam das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde. Auch das Wasser im Graben leckte es auf. Das ganze Volk sah es, warf sich auf das Angesicht nieder und rief: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Heute würde Elia vielleicht sagen: Entweder gibt es Gott, unseren Vater im Himmel, oder es gibt ihn nicht. Doch wenn es ihn gibt, dann betet ihn an. Entweder ist Jesus Christus der Sohn Gottes, der auferstandene Erlöser der Menschheit, oder er ist es nicht. Doch wenn er es ist, dann folgt ihm nach. Entweder ist das Buch Mormon das Wort Gottes, oder es ist es nicht. Doch wenn es sein Wort ist, dann kommt Gott näher, indem ihr es lest und euch an seine Weisungen haltet. Entweder hat Joseph Smith den Vater und den Sohn und an einem Frühlingstag im Jahr 1820 gesehen und mit ihnen gesprochen, oder er hat es nicht. Doch wenn er es getan hat, dann folgt demjenigen, der den Mantel des Propheten und die Siegelungsschlüssel trägt, die ich, Elia, ihm übertragen habe. Bei der letzten Generalkonferenz hat Präsident Russell M. Nelson verkündet: Sie brauchen nicht zu raten, was wahr ist. Sie brauchen nicht zu raten, wem Sie sicher vertrauen können. Durch persönliche Offenbarung können Sie selbst ein Zeugnis davon erlangen, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist, dass Joseph Smith ein Prophet ist und dass dies die Kirche des Herrn ist. Ganz gleich, was andere sagen oder tun, niemand kann Ihnen je ein Zeugnis nehmen, mit dem Ihnen in Herz und Sinn das bestätigt wurde, was wahr ist. Als Jakobus verhieß, dass Gott allen gern gibt, die ihn um Weisheit bitten, warnte er auch: Wer bittet, soll aber im Glauben bitten und nicht zweifeln, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch bilde sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird. Er ist ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig auf all seinen Wegen. Unser Erretter hingegen war das vollkommene Beispiel für Beständigkeit. Er sagte: Der Vater hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt.
Beachten Sie, wie in den folgenden Schriftstellen Männer und Frauen beschrieben werden, die Wiedererretter, fest und standhaft waren. Sie bekehrten sich zum wahren Glauben und sie wollten nicht davon ablassen, denn sie waren fest und standhaft und unverrückbar und mit allem Eifer bereit, die Gebote des Herrn zu halten. Ihr Sinn ist standhaft und sie setzen ihr Vertrauen beständig in Gott. Und siehe, ihr wisst es selbst, denn ihr habt es miterlebt. Diejenigen unter ihnen, die zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht werden, sind fest und standhaft im Glauben und in dem, womit sie freigemacht worden sind. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Damit wir im Glauben an Christus fest und standhaft bleiben können, muss uns das Evangelium Jesu Christi tief ins Herz und in die Seele dringen. Das Evangelium ist dann nicht nur einer von vielen Einflüssen in unserem Leben, sondern der prägende Schwerpunkt unseres Lebens und unseres Charakters. Der Herr hat gesagt: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Ihr werdet mir Volk sein und ich werde euer Gott sein. Dies ist der Bund, den wir bei der Taufe und bei den Tempelverordnungen schließen. Doch manche haben das Evangelium Jesu Christi noch nicht vollständig angenommen. Obwohl sie, wie Paulus es ausdrückt, mit Christus begraben wurden durch die Taufe, fehlt ihnen immer noch der Teil, dass sie so, wie Christus von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Das Evangelium hat sie noch nicht geprägt. Sie sind noch nicht in Christus verankert. Sie suchen sich aus, welche Lehren und Gebote sie befolgen und wo und wann sie in der Kirche dienen. Im Gegensatz dazu halten diejenigen, die die Auserwählten gemäß dem Bund sind, ihre Bündnisse aufs Genaueste, wodurch sie Täuschung meiden und im Glauben an Christus festbleiben. Die meisten von uns befinden sich im Augenblick irgendwo zwischen der Teilnahme an den Bräuchen des Evangeliums aus sozialen Gründen einerseits und der voll entwickelten christlichen Verpflichtung gegenüber dem Willen Gottes andererseits. An irgendeiner Stelle auf diesem Spektrum dringt die frohe Botschaft des Evangeliums Jesu Christi in unser Herz und wird fest in unserer Seele verankert. Das geschieht wahrscheinlich nicht im Handumdrehen, doch jeder von uns sollte sich auf diesen gesegneten Zustand hinbewegen. Es ist schwierig und dabei doch äußerst wichtig, dass wir fest und standhaft bleiben, wenn wir im Feuerofen der Bedrängnis geläutert werden. Eine Erfahrung, die jeder von uns früher oder später im Erdenleben machen muss. Ohne Gott führen solche finsteren Erfahrungen oft zu Mutlosigkeit, Verzweiflung und sogar Verbitterung. Mit Gott wird Schmerz durch Trost ersetzt, Aufruhr durch Frieden und Kummer durch Hoffnung. Wenn wir im Glauben an Christus festbleiben, erfahren wir seine stützende Gnade und seinen Beistand. Er verwandelt Prüfungen in Segnungen und gibt uns in Jesajas Worten Schmuck anstelle von Asche. Ich möchte drei Beispiele anführen, von denen ich persönlich weiß. Eine Frau leidet an einer zehrenden chronischen Krankheit, die trotz ärztlicher Behandlung, Priestertumssegen, Fasten und Gebeten nicht weicht. Trotzdem hat die Frau nach wie vor festen Glauben an die Macht des Gebets und daran, dass Gott sie liebt. Sie macht von Tag zu Tag und manchmal von Stunde zu Stunde weiter, erfüllt ihre Berufung in der Kirche, kümmert sich mit ihrem Mann um ihre kleinen Kinder und lächelt dabei, so viel sie nur kann. Ihr außerordentliches Mitgefühl für andere ist durch ihr eigenes Leiden verfeinert worden. Und oft verliert sie sich ganz im Dienst an ihren Mitmenschen. Sie macht standhaft weiter und jeder fühlt sich in ihrer Gegenwart wohl.
Ein Mann, der in der Kirche aufgewachsen ist, eine Vollzeitmission erfüllt und eine wunderbare Frau geheiratet hat, war erstaunt, als einige seiner Geschwister auf einmal die Kirche und den Propheten Joseph Smith kritisierten. Nach einiger Zeit verließen sie die Kirche und versuchten, ihn zu dem gleichen Schritt zu bewegen. Wie es so oft in diesen Fällen geschieht, überhäuften sie ihn mit Artikeln, Podcasts und Videos von Kritikern, die meist selbst unzufriedene ehemalige Mitglieder der Kirche waren. Seine Geschwister machten sich über seinen Glauben lustig und erklärten, er sei leichtgläubig und werde irregeführt. Er hatte nicht auf alle der vielen Behauptungen eine Antwort parat und sein Glaube geriet angesichts des unerbittlichen Widerstands ins Wanken. Er fragte sich, ob er vielleicht nicht mehr zur Kirche gehen solle. Er sprach mit seiner Frau, er sprach mit Menschen, denen er vertraute, er betete. Als er in diesem aufgewühlten Zustand nachdachte, kamen ihm Erfahrungen in den Sinn, bei denen er den Heiligen Geist verspürt hatte und bei denen der Geist ihm Zeugnis von der Wahrheit gegeben hatte. Er schlussfolgerte, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich mir eingestehen, dass ich mehr als einmal vom Geist berührt wurde und dass das Zeugnis des Geistes echt ist. Nun ist er wieder glücklich und empfindet Frieden, genau wie seine Frau und seine Kinder. Ein Ehepaar, das sich beständig und freudig an den Rat der Führer der Kirche hält, war bekümmert, weil es keine Kinder bekommen konnte. Es gab viel Geld dafür aus, die Hilfe von kompetenten Ärzten heranzuziehen und wurde letztendlich mit einem Sohn gesegnet. Tragischerweise hatte das Kind aber nach ungefähr einem Jahr einen Unfall, der von niemandem verschuldet wurde, jedoch schwere Gehirnschäden verursachte und den Jungen in ein Halbkoma versetzte. Er erhält die beste medizinische Betreuung, doch die Ärzte wissen nicht, wie sich sein Zustand entwickeln wird. Das Kind, um das sich das Ehepaar so sehr bemüht und um das es so innig gebetet hatte, wurde seinen Eltern gewissermaßen genommen und sie wissen nicht, ob es je wieder zurückkommen wird. Mit Mühe versuchen sie nun, sich der dringlichen Bedürfnisse ihres Kindes anzunehmen und gleichzeitig ihren anderen Aufgaben gerecht zu werden. In dieser überaus schwierigen Zeit haben sie sich an den Herrn gewandt. Sie verlassen sich auf das tägliche Brot, das sie von ihm empfangen. Mitfühlende Freunde und Verwandte sind für sie da und durch Priestertumssegen erhalten sie Kraft. Sie sind einander näher gekommen. Ihre Verbindung ist nun inniger und vollkommener, als es unter anderen Umständen vielleicht möglich gewesen wäre. Am 23. Juli 1837 erging eine Offenbarung vom Herrn an den damaligen Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel, Thomas B. Marsh. Darin hieß es unter anderem, und bete für deine Brüder von den Zwölf. Ermahne sie mit Deutlichkeit um meines Namens willen und lass sie wegen all ihrer Sünden ermahnt werden und sei meinem Namen treu vor mir. Und nach ihren Versuchungen und vieler Drangsal, siehe, werde ich, der Herr, nach ihnen fühlen, und wenn sie ihr Herz nicht verhärten und ihren Hals nicht starr gegen mich machen, werden sie sich bekehren und ich werde sie heilen. Ich glaube, dass die Grundsätze, die in diesen Versen zum Ausdruck kommen, für jeden von uns gelten. Die Versuchungen und Drangsale des Lebens sowie die Prüfungen, die der Herr uns in seiner Weisheit auferlegt, können zu unserer vollständigen Bekehrung und Heilung führen. Doch dies geschieht nur, wenn wir unser Herz nicht verhärten und unseren Hals nicht starr gegen ihn machen. Wenn wir in allen Umständen fest und standhaft bleiben, bekehren wir uns so, wie der Erretter es erwartete, als er zu Petrus sagte, wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Eine solche Bekehrung ist so vollständig, dass sie nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Die verheißene Heilung besteht in der Reinigung und Heiligung unserer von Sünde verwundeten Seele, wodurch wir heilig gemacht werden. Ich muss an den Rat denken, den uns unsere Mütter geben. Iss Gemüse, das ist gesund. Unsere Mütter haben recht. Was die Standhaftigkeit im Glauben angeht, essen wir Gemüse, indem wir beständig beten, uns täglich an den Heiligen Schriften weiden, in der Kirche dienen und Gott verehren, jede Woche würdig vom Abendmahl nehmen, unseren Nächsten lieben und jeden Tag unser Kreuz auf uns nehmen und Gott gehorchen. Denken Sie immer daran, was denjenigen, die im Glauben an Christus fest und standhaft sind, für dieses und auch das nächste Leben alles verheißen ist. Denken Sie an das ewige Leben und die Freude der Heiligen.
O ihr alle, die ihr im Herzen rein seid, hebt das Haupt empor und empfangt das angenehme Wort Gottes und weidet euch an seiner Liebe, denn das dürft ihr, wenn ihr festen Sinnes seid, immer da. Im Namen Jesu Christi. Amen. Als er zum Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage gesprochen hat, sagte der Herr: Und weiter, die Pflicht des Präsidenten des Amtes des Hohen Priestertums ist es, über die ganze Kirche zu präsidieren und so wie Mose zu sein. Ja, ein Seher, ein Offenbarer, ein Übersetzer und ein Prophet zu sein, der alle die Gaben Gottes besitzt, die dieser dem Haupt der Kirche zuteilwerden lässt. Ich habe miterleben dürfen, wie einige der Gaben Gottes auf seinen Propheten ruhen. Ich möchte Ihnen gern von einem solchen heiligen Erlebnis erzählen. Vor meiner derzeitigen Berufung half ich mit, geeignete Orte für einen Tempel zu suchen und zu empfehlen. Nach dem 11. September 2001 wurden die Grenzübergänge entlang der US-Grenzen stärker kontrolliert. Infolgedessen benötigten viele Mitglieder aus Vancouver in Kanada auf ihrem Weg zum Seattle-Washington-Tempel 2 bis 3 Stunden für den Grenzübergang. Präsident Gordon B. Hinckley, der damalige Präsident der Kirche, schlug vor, zum Segen der dortigen Mitglieder einen Tempel in Vancouver zu bauen. Die Suche nach einem Grundstück wurde genehmigt und nachdem wir einige kircheneigene Grundstücke geprüft hatten, wurden auch andere Standorte untersucht, die nicht im Besitz der Kirche waren. Unmittelbar am Trans-Canadian Highway wurde ein schönes Grundstück gefunden, das man für religiöse Zwecke nutzen durfte. Das Anwesen war hervorragend erreichbar, hatte einen schönen Baumbestand mit kanadischen Kiefern und war ideal gelegen, um von tausenden vorbeifahrenden Autofahrern gesehen zu werden. Wir legten das Grundstück mitsamt Bildern und Karten in der monatlichen Komiteesitzung für Tempelgrundstücke vor. Präsident Hinckley genehmigte, dass wir einen Vertrag aufsetzten und die notwendigen Recherchen anstellten. Im Dezember jenen Jahres konnten wir dem Komitee berichten, dass unsere Recherchen abgeschlossen waren und wir legten einen Kaufvertragsentwurf vor. Nachdem Präsident Hinckley unseren Bericht angehört hatte, sagte er: Ich habe das Gefühl, ich sollte mir diesen Ort ansehen. Etwas später im Dezember, 2 Tage nach Weihnachten, reisten wir mit Präsident Hinckley, Präsident Thomas S. Monson und Bill Williams, einem Tempelarchitekten, nach Vancouver. Wir wurden von Paul Christensen empfangen, dem dortigen Pfarrpräsidenten, der uns zu dem Grundstück brachte. Es war etwas nass und neblig an diesem Tag, aber Präsident Hinckley sprang sogleich aus dem Auto und sah sich auf dem Grundstück um. Nach einer Weile fragte ich Präsident Hinckley, ob er sich vielleicht einige der anderen Grundstücke ansehen wolle, die in Frage kamen. Ja, sagte er, sehr gerne. Denn wenn wir uns die anderen Grundstücke ansahen, konnten wir die jeweiligen Vorteile besser vergleichen. Wir fuhren im Uhrzeigersinn einmal um Vancouver herum und sahen uns die anderen Grundstücke an, bis wir schließlich wieder am ersten ankamen. Präsident Hinckley sagte: Es ist ein sehr schönes Gelände. Dann fragte er: Können wir zu dem Gemeindehaus fahren, das etwa 1/2 Kilometer von hier liegt? Sehr gern, Präsident Hinckley, antworteten wir. Wir stiegen wieder in die Autos und fuhren zu dem nahegelegenen Gemeindehaus. Dort angekommen, sagte Präsident Hinckley: Biegen Sie hier links ab. Wir bogen ab und fuhren wie angewiesen die Straße entlang. Die Straße führte etwas bergauf. Gerade als das Auto an der höchsten Stelle war, sagte Präsident Hinckley: Anhalten, anhalten. Er zeigte auf ein Stück Land rechts von der Straße und fragte: Was ist mit diesem Grundstück? Hier soll der Tempel stehen. Hier möchte der Herr seinen Tempel haben. Können Sie es kaufen? Wir hatten uns dieses Grundstück nicht angesehen. Es lag etwas abseits, nicht an der Hauptstraße, und es stand nicht zum Verkauf. Wir entgegneten, dass wir nichts darüber wüssten, worauf Präsident Hinckley auf das Stück Land zeigte und wiederholte: Hier soll der Tempel stehen. Wir blieben noch ein paar Minuten dort, fuhren dann zum Flughafen und kehrten heim. Am nächsten Tag wurden Bruder Williams und ich in Präsident Hinckleys Büro gerufen. Er hatte alles auf ein Blatt Papier gezeichnet: Die Straßen, das Gemeindehaus, wo man links abbiegen sollte, ein Kreuzchen für den Standort des Tempels. Er fragte, was wir herausgefunden hatten.
Wir erklärten ihm, dass er sich kaum einen schwierigeren Baugrund hätte aussuchen können. Das Grundstück hatte drei Besitzer, einen aus Kanada, einen aus Indien und einen aus China. Und die Nutzung für religiöse Zwecke war nicht vorgesehen. Tun Sie einfach Ihr Bestes, erwiderte er. Dann geschah ein Wunder. Innerhalb einiger Monate erwarben wir das Grundstück und später genehmigte die Stadt Langley in British Columbia den Bau des Tempels. Über dieses Erlebnis nachzudenken, stimmt mich demütig. Bruder Williams und ich hatten eine formale Ausbildung und jahrelange Erfahrung in der Immobilienbranche und Tempelgestaltung. Präsident Hinckley jedoch hatte keine derartige Ausbildung. Dafür besaß er aber etwas viel Bedeutenderes, nämlich die prophetische Gabe eines Sehers. Er war imstande zu sehen, wo der Tempel Gottes stehen sollte. Als der Herr den Heiligen zu Beginn dieser Evangeliumszeit gebot, einen Tempel zu bauen, sagte er: Lasst meinem Namen ein Haus bauen, gemäß dem Muster, das ich ihnen zeigen werde. Und wenn mein Volk es nicht gemäß dem Muster baut, das ich zeigen werde, so werde ich es nicht aus seinen Händen annehmen. Wie bei den Heiligen in der Anfangszeit ist es auch heute. Der Herr hat dem Präsidenten der Kirche die Muster, nach denen das Reich Gottes heute geleitet werden soll, offenbart und offenbart sie weiterhin. Und auch im Privatleben zeigt er uns, wie wir unser Leben so führen sollen, dass unser Verhalten dem Herrn ebenso gefällt. Im April 2013 sprach ich darüber, welche Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass das Fundament eines jeden Tempels den Stürmen und Katastrophen standhält, denen es ausgesetzt ist. Doch das Fundament ist erst der Anfang. Ein Tempel besteht aus vielen Grundbausteinen, die nach einem zuvor entworfenen Muster angeordnet sind. Wenn unser Leben wie ein Tempel sein soll, den wir nach dem Willen des Herrn errichten, ist es sinnvoll, uns zu fragen, welche Grundbausteine müssen wir legen, damit unser Leben inmitten der Stürme der Welt schön, majestisch und widerstandsfähig ist? Die Antwort auf diese Frage finden wir im Buch Mormon. Über das Buch Mormon hat der Prophet Joseph Smith gesagt: Ich habe den Brüdern gesagt, das Buch Mormon sei das richtigste aller Bücher auf Erden und der Schlussstein unserer Religion. Und wenn man sich an dessen Weisungen halte, werde man dadurch näher zu Gott kommen als durch jedes andere Buch. In der Einleitung zum Buch Mormon erfahren wir: Wer von Gott durch den Heiligen Geist ein Zeugnis erlangt, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist, wird durch dieselbe Macht auch erkennen, dass Jesus Christus der Erretter der Welt ist, dass Joseph Smith sein Offenbarer und der Prophet der Wiederherstellung ist und dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, das Reich des Herrn ist, das wiederum auf Erden errichtet wurde. Dies sind also entscheidende Grundbausteine unseres Glaubens und Zeugnisses. Jesus Christus ist der Erretter der Welt. Das Buch Mormon ist das Wort Gottes. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ist das Reich Gottes auf Erden. Und Joseph Smith ist ein Prophet. Und es gibt heute lebende Propheten auf Erden. In den vergangenen Monaten habe ich mir jede Generalkonferenzansprache angehört, die Präsident Nelson gehalten hat, seit er als Apostel berufen wurde. Das hat mein Leben verändert. Als ich mich mit der geballten Weisheit von Präsident Nelson aus 34 Jahren befasst und darüber nachgedacht habe, zeichneten sich für mich in seinen Worten einige klare und wiederkehrende Themen ab. Jedes dieser Themen bezieht sich auf die genannten Grundbausteine oder ist ein weiterer Grundbaustein für unseren persönlichen Tempel. Zu diesen Themen gehören Glaube an den Herrn Jesus Christus, Umkehr, Taufe zur Sündenvergebung, die Gabe des Heiligen Geistes, Erlösung der Toten und Tempelarbeit, Sabbatheiligung, von Anfang an das Ziel vor Augen haben und auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg bleiben. Präsident Nelson hat über all diese Themen mit Liebe und Hingabe gesprochen. Der Eckstein und Grundbaustein der Kirche und unseres Lebens ist Jesus Christus. Dies ist seine Kirche. Präsident Nelson ist sein Prophet. Präsident Nelsons Worte bezeugen und offenbaren uns zu unserem Nutzen das Leben
und die Wesenszüge Jesu Christi. Er spricht liebevoll und vertraut über den Erretter und dessen Mission. Er hat auch häufig und nachdrücklich Zeugnis für die göttliche Berufung der lebenden Propheten, der Präsidenten der Kirche gegeben, unter denen er gedient hat. Heute haben wir die Gelegenheit, ihn als den lebenden Propheten des Herrn auf der Erde zu bestätigen. Wir bestätigen die Führungsbeamten der Kirche wie von Gott verordnet, indem wir den Arm rechtwinklig heben und so unsere Zustimmung und Unterstützung kundtun. Genau das haben wir vor ein paar Minuten getan. Aber die wahre Bestätigung ist weitaus mehr als dieses äußere Zeichen. Wie aus Lehre und Bündnisse 107, Vers 22 hervorgeht, soll die erste Präsidentschaft vom Vertrauen, Glauben und Gebet der Kirche getragen werden. Wir unterstützen den lebenden Propheten voll und ganz, wenn wir es uns zur Gewohnheit machen, auf sein Wort zu vertrauen, voll Glauben danach zu handeln und dann weiterhin den Segen des Herrn für ihn zu erbitten. Wenn ich an Präsident Russell M. Nelson denke, fallen mir die tröstlichen Worte des Erretters ein, der gesagt hat: Und wenn mein Volk auf meine Stimme hören wird, auch auf die Stimme meiner Knechte, die ich bestimmt habe, mein Volk zu führen, siehe, wahrlich, so sage ich euch, sie werden nicht von ihrem Platz entfernt werden. Wenn wir auf die lebenden Propheten hören und ihnen folgen, hat das tiefgreifende Auswirkungen, die unser Leben ändern. Wir werden gestärkt, wir sind sicherer und zuversichtlicher. Wir hören das Wort des Herrn. Wir spüren Gottes Liebe. Wir erkennen, wie wir ein sinnerfülltes Leben führen können. Ich liebe und unterstütze Präsident Russell M. Nelson und alle anderen, die als Propheten, Seher und Offenbarer berufen worden sind. Ich bezeuge, dass ihm die Gaben des Herrn verliehen worden sind. Und wenn wir es uns zum festen Bestandteil unseres Lebens machen, auf die Stimme der lebenden Propheten zu hören und sie zu beachten, gründet sich unser Leben auf das göttliche Muster, das der Herr für uns vorgesehen hat, und wir werden ewige Segnungen ernten. Die Einladung ist an alle gerichtet. Kommt und hört auf die Stimme des Propheten. Ja, kommt zu Christus und lebt. Im Namen Jesu Christi. Amen. Guten Tag, meine lieben Brüder und Schwestern. Oder wie wir auf Brasilianisch und Portugiesisch sagen, Boa tarde. Ich betrachte diese Versammlung anlässlich dieser herrlichen Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage unter der Leitung unseres geliebten Propheten, Präsident Russell M. Nelson, als Segen. Es ist doch eine wunderbare Gelegenheit für jeden von uns, in diesen letzten Tagen die Stimme des Herrn durch seine Diener auf Erden zu vernehmen. Mein Heimatland Brasilien ist sehr reich an Naturgütern. Hierzu zählt der berühmte Amazonas, einer der größten und längsten Flüsse der Welt. Er besteht aus zwei getrennten Flüssen, dem Rio Solimões und dem Rio Negro. Interessanterweise fließen diese Flüsse aufgrund ihrer unterschiedlichen Ursprünge, Geschwindigkeiten, Temperaturen und chemischen Zusammensetzung mehrere Kilometer lang nebeneinander her, bevor sie sich vereinen. Dann vermischt sich das Wasser und es entsteht ein Fluss, der wiederum anders ist als seine einzelnen Bestandteile. Erst nach diesem Zusammenfluss wird der Amazonas so mächtig, dass er beim Erreichen des Atlantiks das Meerwasser so weit zurückdrängt, dass noch viele Kilometer lang Süßwasser im Ozean zu finden ist. Ähnlich wie aus dem Zusammenfließen des Rio Solimões und des Rio Negros der große Amazonas entsteht, kommen die Kinder Gottes in der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi aus verschiedenen sozialen Verhältnissen, Traditionen und Kulturen zusammen und bilden eine wunderbare Gemeinschaft von Heiligen in Christus. Wenn wir einander ermutigen, unterstützen und lieben, bilden wir gemeinsam schlussendlich eine mächtige Kraft des Guten in der Welt. Als Nachfolger Jesu Christi vereint, wie in einem Fluss des Guten, können wir eine dürstende Welt mit dem frischen Wasser des Evangeliums versorgen. Der Herr
hat seine Propheten inspiriert, uns zu lehren, wie wir einander unterstützen und lieben können, damit wir im Glauben und in der Absicht, Jesus Christus nachzueifern, vereint werden. Paulus, ein Apostel im Neuen Testament, erklärt: Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn wir bei der Taufe versprechen, dem Erlöser zu folgen, bezeugen wir vor dem Vater, dass wir willens sind, den Namen Christi auf uns zu nehmen. Wenn wir bestrebt sind, seine göttlichen Eigenschaften in unserem Leben zu entwickeln, verändern wir uns aufgrund des Sühnopfers Christi, des Herrn. Und unsere Liebe zu allen Menschen nimmt ganz natürlich zu. Wir spüren ein aufrichtiges Interesse am Wohlergehen und Glück eines jeden. Wir sehen uns als Brüder und Schwestern, als Kinder Gottes, mit göttlichem Ursprung, göttlichen Eigenschaften und göttlichem Potenzial. Wir wollen füreinander sorgen und des anderen Last tragen. Diese Liebe, die Nächstenliebe, wird von Paulus beschrieben. Der Prophet Mormon aus dem Buch Mormon bezeichnete die Nächstenliebe als die reine Christusliebe, die erhabenste, edelste und stärkste Form der Liebe. Unser gegenwärtiger Prophet, Präsident Russell M. Nelson, erklärte kürzlich, dass das Betreuen ein Ausdruck dieser reinen Christusliebe ist. Ein zielgerichteterer und heiligerer Ansatz, andere auf eine Weise zu lieben und für sie zu sorgen, wie der Erretter es tat. Betrachten wir doch diesen Grundsatz der Liebe und Fürsorge auf die Weise des Erretters vor dem Hintergrund, wie wir Neubekehrte und diejenigen, die Interesse am Besuch unserer Kirchenversammlung zeigen, ermutigen, ihnen helfen und sie unterstützen können. Wenn diese neuen Freunde aus der Welt kommen und das Evangelium Jesu Christi annehmen und sich seiner Kirche anschließen, werden sie zu seinen Jüngern und durch ihn von Neuem geboren. Sie lassen eine Welt hinter sich, die sie gut kannten, und entschließen sich dazu, Jesus Christus mit voller Herzensabsicht zu folgen. Sie schließen sich einem neuen Fluss, mächtig wie der Amazonas, an, ein Fluss, der für eine wackere Kraft des Guten und der Rechtschaffenheit steht und zur Gegenwart Gottes führt. Der Apostel Paulus beschreibt diesen Fluss als ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm oder ein besonderes Volk. Wenn sich die neuen Freunde nun diesem neuen, ihnen unbekannten Fluss anschließen, mag es sein, dass sie sich anfangs ein wenig verloren vorkommen. Diese neuen Freunde fließen in einem Fluss mit einem ganz anderen Ursprung, anderer Temperatur und anderer chemischer Zusammensetzung. Ein Fluss mit eigenen Traditionen, eigener Kultur und eigenem Vokabular. Das neue Leben in Christus mag für Sie überwältigend erscheinen. Denken Sie einmal darüber nach, wie man sich wohl fühlt, wenn man zum ersten Mal Begriffe wie Familienheimabend, Jugendkomitee, Fastsonntag, Taufe für Verstorbene, Dreifachkombination und so weiter hört. Es ist offensichtlich, warum man sich möglicherweise nicht zugehörig fühlt. In einer solchen Situation stellt man sich vielleicht Fragen wie: Gibt es hier einen Platz für mich? Passe ich zur Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage? Braucht die Kirche mich? Werde ich hier neue Freunde finden, die bereit sind, mir zu helfen und mich zu unterstützen? Meine lieben Freunde, in solchen Momenten müssen wir, die wir uns an verschiedenen Punkten entlang des langen Weges als Jünger befinden, unseren neuen Freunden herzlich die Hand reichen, sie annehmen, wo sie sich auch befinden mögen, und sie unterstützen, sie lieben und in unser Leben einbeziehen. All diese neuen Freunde sind wertvolle Söhne und Töchter Gottes. Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen von ihnen zu verlieren. Denn wie der Amazonas, der von seinen Zuflüssen genährt werden muss, brauchen auch wir sie ebenso, wie sie uns brauchen, um zu einer mächtigen Kraft des Guten in der Welt zu werden. Unsere neuen Freunde bringen gottgegebene Talente, Enthusiasmus und Güte mit sich. Ihre Begeisterung für das Evangelium kann uns anstecken und uns dadurch helfen, unser Zeugnis mit neuem Leben zu erfüllen. Außerdem bereichern sie unser Verständnis vom Leben und vom Evangelium mit neuen Perspektiven. Wir haben schon häufig erfahren, wie wir unseren neuen Freunden helfen können, sich in der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi willkommen und geliebt zu fühlen. Um ihr Leben lang stark und glaubenstreu zu bleiben, brauchen sie dreierlei. Erstens brauchen sie Brüder und Schwestern in der Kirche, die ein
aufrichtiges Interesse an Ihnen haben, wahre, treue Freunde, an die Sie sich immer wenden können, die Sie begleiten und die Ihre Fragen beantworten. Wenn wir als Mitglieder an den Aktivitäten und Versammlungen der Kirche teilnehmen, sollten wir unabhängig von unseren Pflichten, Aufgaben oder unserer Scheu immer achtsam sein und nach neuen Gesichtern Ausschau halten. Wir können diesen neuen Freunden auf einfache Weise helfen, sich in der Kirche angenommen und willkommen zu fühlen, indem wir sie beispielsweise herzlich begrüßen, sie aufrichtig anlächeln, bei ihnen sitzen und mit ihnen singen und Gott verehren, sie anderen Mitgliedern vorstellen und so weiter. Wenn wir auf eine solche Weise unseren Freunden unser Herz öffnen, handeln wir im Geiste des Betreuens. Wenn wir uns ihrer annehmen, wie der Erretter es getan hat, fühlen sie sich nicht wie Fremde in unseren Toren. Sie spüren, dass sie dazugehören und neue Freunde finden können. Vor allem aber verspüren sie durch unsere aufrichtige Anteilnahme die Liebe des Erretters. Zweitens, neue Freunde brauchen eine Aufgabe, die Gelegenheit, anderen zu dienen. Das Dienen gehört zu den genialen Geflogenheiten in der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Durch das Dienen kann unser eigener Glaube stärker werden. Jeder neue Freund verdient diese Gelegenheit. Zwar sind für die Vergabe von Aufgaben nach der Taufe der Bischof und der Gemeinderat zuständig, doch hindert uns nichts daran, unsere neuen Freunde um Unterstützung zu bitten, wenn wir spontan oder im Rahmen eines Dienstprojektes jemanden etwas Gutes tun wollen. Drittens, neue Freunde müssen durch das gute Wort Gottes genährt werden. Wir können ihnen helfen, die heiligen Schriften zu schätzen und sich mit ihnen vertraut zu machen, indem wir gemeinsam mit ihnen darin lesen und die enthaltenen Lehren besprechen und dabei den Hintergrund der Geschichten erläutern und schwierige Wörter erklären. Wir können ihnen auch beibringen, wie man durch das regelmäßige Schriftstudium persönliche Führung erhält. Darüber hinaus können wir unseren neuen Freunden in ihren eigenen vier Wänden oder indem wir sie zu uns nach Hause einladen, auch außerhalb unserer regelmäßigen Versammlungen und Aktivitäten in der Kirche die Hand reichen und ihnen helfen, Teil des mächtigen Flusses der Gemeinschaft von Heiligen zu werden. Wenn wir erkennen, vor welchen Veränderungen und Herausforderungen unsere neuen Freunde stehen, wenn sie sich als unsere Brüder und Schwestern der Familie Gottes anschließen, können wir ihnen davon erzählen, wie wir ähnliche Herausforderungen in unserem Leben überwunden haben. Dadurch erkennen sie, dass sie nicht allein sind und dass Gott sie segnet, wenn sie Glauben an seine Verheißungen ausüben. Durch den Zusammenschluss des Rio Solimões und des Rio Negro wird der Amazonas mächtig und stark. In ähnlicher Weise nimmt die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi weiter an Stärke und Festigkeit zu, wenn wir und unsere neuen Freunde uns wahrhaftig zusammenschließen. Meine liebe Frau Rosanna und ich sind all denen dankbar, die uns vor vielen Jahren geholfen haben, Teil dieses neuen Flusses zu werden, als wir das Evangelium Jesu Christi in unserem Heimatland Brasilien angenommen haben. Jahrelang haben uns diese wunderbaren Menschen liebevoll betreut und uns geholfen, in Rechtschaffenheit weiterzufließen. Die Propheten in der westlichen Erdhälfte wussten sehr wohl, wie man neue Freunde dazu bewegt, gemeinsam und glaubenstreu dem neuen Fluss des Guten zu folgen, der zum ewigen Leben führt. Zum Beispiel nahm Moroni, der unsere Zeit gesehen und gewusst hat, dass wir ähnliche Schwierigkeiten erleben würden, einige dieser wichtigen Schritte in seinem Bericht im Buch Mormon auf. Und nachdem sie zur Taufe angenommen worden waren und durch die Macht des Heiligen Geistes auf sie eingewirkt worden war und sie dadurch gesäubert worden waren, wurden sie dem Volk der Kirche Jesu Christi zugeteilt. Und ihr Name wurde aufgenommen, damit ihrer gedacht werde und sie durch das gute Wort Gottes genährt würden, um sie auf den rechten Weg zu halten, um sie beständig wachsam zu halten, zum Beten, sich allein auf die Verdienste Christi verlassend, des Urhebers und Vollenders ihres Glaubens. Und die Kirche versammelte sich oft, um zu fasten und zu beten und miteinander über das Wohlergehen ihrer Seele zu sprechen. Meine lieben Weggefährten im Werk des Herrn, ich glaube, dass wir uns noch sehr darin verbessern können und müssen,
neue Freunde in der Kirche willkommen zu heißen. Ich bitte Sie, darüber nachzudenken, wie wir Sie noch besser aufnehmen, annehmen und unterstützen können. Lassen Sie uns schon am kommenden Sonntag damit beginnen. Achten Sie darauf, dass Ihre Aufgabe in der Kirche Sie nicht daran hindern, neue Freunde bei den Versammlungen und Aktivitäten der Kirche zu begrüßen. Schließlich sind diese Seelen in den Augen Gottes wertvoll und wesentlich wichtiger als Programme und Aktivitäten. Ich verheiße Ihnen im Namen des Erretters, wenn wir unsere neuen Freunde auf seine Weise betreuen, das Herz mit der reinen Liebe erfüllt, wird er uns in unseren Bemühungen unterstützen. Wenn wir andere treu und auf die Weise des Erretters betreuen, erhalten unsere neuen Freunde die Unterstützung, die sie benötigen, um stark, engagiert und glaubenstreu bis ans Ende auszuharren. Sie werden sich uns anschließen und wir werden ein mächtiges Volk Gottes. Sie werden uns helfen, eine Welt, die nach den Segnungen des Evangeliums Jesu Christi dürstet, mit frischem Wasser zu versorgen. Dann werden sich diese Kinder Gottes nicht mehr als Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern als Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes fühlen. Ich verheiße Ihnen, dass unsere neuen Freunde erkennen werden, dass der Erretter in seiner eigenen Kirche zugegen ist. Wie ein Fluss werden sie gemeinsam mit uns zur Quelle allen Gutes fließen, bis unser Herr Jesus Christus sie mit offenen Armen empfängt und der Vater ihnen sagt, ihr werdet ewiges Leben haben. Bemühen Sie sich um die Hilfe des Herrn, um andere so lieben zu können, wie er sie liebt. Lassen Sie uns alle dem Aufruf Mormons folgen. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, betet mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von dieser Liebe erfüllt werdet, die ihr all denen zuteil werden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes, Jesus Christus, sind. Für diese Wahrheiten gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen. Die Anwesenden singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied Auserwählt zu dienen Nummer 163 im Gesangbuch. Nach dem Lied hören wir von Elder Garrett W. Gong vom Kollegium der 12 Apostel. Ihm folgt Elder Paul B. Piper von den 70ern. Dies ist die 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Thank you.
Liebe Brüder und Schwestern, ist es nicht wunderbar, dass wir durch Präsident Russell M. Nelson und unsere Führer in der Kirche fortdauernde Offenbarung vom Himmel empfangen, durch die wir dazu angehalten werden, zu Hause und in der Kirche auf eine neue und heiligere Weise zu leben, mit ganzem Herzen, ganzem Sinn und aller Kraft? Hatten Sie schon einmal die Gelegenheit, etwas zu tun, wofür Sie sich nicht vorbereitet oder unzulänglich gefühlt haben, wofür Sie aber gesegnet wurden, weil Sie es versucht haben? Ich schon. Hier ein Beispiel. Vor einigen Jahren fragte mich Elder Richard G. Scott vom Kollegium der 12 Apostel ganz freundlich: Garrett, möchten Sie mit mir ein Aquarell malen? Elder Scott sagte, dass ihm das Malen helfe, zu beobachten und zu gestalten. Er schrieb: Versuchen Sie, kreativ zu sein, selbst wenn das Ergebnis bescheiden ist. Kreativität erzeugt ein Gefühl der Dankbarkeit für das Leben und für alles, was der Herr in Ihr Leben geflochten hat. Wenn Sie sich weise entscheiden, muss es nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Präsident Henry B. Eyring beschreibt, dass seine künstlerischen Betrachtungen einem Gefühl der Liebe entspringen, darunter auch der Liebe eines Schöpfers, der von seinen Kindern erwartet, dass sie wie er werden, indem sie schaffen und gestalten. Präsident Eyrings kreative Arbeiten vermitteln eine einzigartige geistige Sicht auf das Zeugnis und den Glauben. Präsident Boyd K. Packers Kunst veranschaulicht eine grundlegende Botschaft des Evangeliums, nämlich, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und dass die ganze Natur von dieser göttlichen Schöpfung zeugt und dass die Natur, die Wissenschaft und das Evangelium Jesu Christi vollkommen miteinander in Einklang stehen. Alma bezeugt, alles deutet darauf hin, dass es einen Gott gibt. Unsere PV-Kinder singen: Der Himmel ist blau, wohin ich auch schaue, ich höre der Vögel Lied. Wie freue ich mich über die herrliche Welt, die Gott Vater für mich hat gemacht. Der Autor Victor Hugo preist die wunderbaren Verknüpfungen zwischen den Lebewesen und den Dingen. In dem unerschöpflichen Ganzen verachtet die Sonne die Blattlaus nicht. Alle Vögel, die da fliegen, tragen an ihren Pfötchen den Faden des Unendlichen mit sich. Die Milchstraße besteht aus Millionen von Sternen. Und damit sind wir wieder bei Elder Scotts Einladung. Elder Scott, entgegnete ich würde gerne lesen, lernen, besser zu beobachten und kreativer zu sein. Mich begeistert die Vorstellung, wie der Vater im Himmel mit wogenden Wolken und jedem erdenklichen Farbton des Himmels und des Wassers malt. Aber, und dann gab es eine lange Pause, Elder Scott, sagte ich, ich kann nicht mit Aquarellfarben malen. Ich fürchte, dass Sie bei dem Versuch, es mir beizubringen, verzweifeln könnten. Elder Scott lächelte und machte mit mir einen Termin aus. An dem vereinbarten Tag bereitete er das Papier, die Farben und die Pinsel vor. Er zeichnete einige Umrisse und feuchtete das Papier für mich an. Als Vorlage verwendeten wir sein schönes Aquarell Lagerfeuer bei Sonnenuntergang. Beim Malen sprachen wir über Glauben, wie wir das Dunkel und die Unsicherheit hinter uns lassen, wenn wir uns dem Licht und der Wärme eines Lagerfeuers zuwenden und wie uns in manchmal langen, einsamen Nächten unser Lagerfeuer des Glaubens Hoffnung und Sicherheit geben kann. Und stets kommt ein neuer Morgen. Unser Lagerfeuer des Glaubens, unsere Erinnerungen, Erfahrungen und unser Vermächtnis des Glaubens an Gottes Güte und seine große, liebevolle Barmherzigkeit in unserem Leben hat uns die Nacht über gestärkt. Ich bezeuge, für all diejenigen, die nach der Dämmerung des Glaubens suchen, sie zulassen und darauf hinleben, wird sie manchmal vielleicht nur allmählich kommen oder zurückkommen. Das Licht wird kommen, wenn wir es herbeisehnen und danach suchen, wenn wir geduldig sind und Gottes Gebote befolgen und wenn wir offen sind für Gottes Gnade, die Heilung durch ihn und für seine Gebote. Als wir anfingen zu malen, ermutigte mich Elder Scott: Garrett, selbst nach nur einer Unterrichtsstunde werden Sie etwas malen, was Sie behalten wollen und woran Sie sich immer erinnern werden. Elder Scott hatte recht. Das Aquarell mit dem Lagerfeuer des Glaubens, das ich mit Elder Scotts Hilfe gemalt habe, bedeutet mir sehr viel. Meine künstlerischen Fähigkeiten sind nach wie vor begrenzt, doch unser Lagerfeuer des Glaubens kann uns auf 5 Arten anregen. Erstens kann uns unser Lagerfeuer des Glaubens dazu anregen, Freude an erbaulicher Kreativität zu finden.
Es macht Freude, wenn man seine Vorstellungskraft nutzt, etwas lernt und lohnenden neuen Beschäftigungen nachgeht. Dies ist vor allem der Fall, wenn wir unseren Glauben an unseren himmlischen Vater und an seinen Sohn Jesus Christus und unser Vertrauen in sie stärken. Wir können uns selbst nicht genug lieben, um uns selbst zu erretten, doch der Vater im Himmel liebt uns mehr und kennt uns besser als wir uns selbst. Wir können dem Herrn vertrauen und dürfen nicht auf unsere eigene Klugheit bauen. Waren Sie schon einmal der Einzige, der nicht zu einer Geburtstagsfeier eingeladen wurde? Wurden Sie schon einmal als Letzter oder gar nicht gewählt, als Mannschaften gebildet wurden? Haben Sie sich schon einmal auf eine Klassenarbeit, ein Vorstellungsgespräch oder eine andere wichtige Sache vorbereitet und hatten dann das Gefühl, versagt zu haben? Haben Sie schon einmal für eine Beziehung gebetet, die aus welchen Gründen auch immer letztendlich gescheitert ist? Leiden Sie unter einer chronischen Erkrankung? Hat Ihr Ehepartner Sie verlassen? Oder machen Sie sich Sorgen um Ihre Familie? Unser Erretter kennt unsere Umstände. Wenn wir unsere gottgegebene Entscheidungsfreiheit ausüben und all unsere Fähigkeiten in Demut und voll Glauben nutzen, kann uns der Erretter Jesus Christus helfen, mit den Herausforderungen und den Freuden des Lebens umzugehen. Zum Glauben gehört, dass man den Wunsch hat und die Entscheidung trifft, zu glauben. Glaube kommt auch dadurch, dass wir die von Gott zu unserem Segen gegebenen Gebote halten, während wir auf dem von Bündnissen vorgezeichneten Weg gehen. Wenn wir uns unsicher, einsam, frustriert, verärgert, im Stich gelassen, enttäuscht oder von Gott und seiner wiederhergestellten Kirche entfremdet fühlen, kostet es vielleicht eine Extraportion Anstrengung und Glauben, um wieder seinen durch Bündnisse vorgezeichneten Weg zu betreten. Aber das ist es wert. Bitte kommen Sie zum Herrn Jesus Christus oder kommen Sie zu ihm zurück. Gottes Liebe ist stärker als die Fesseln des zeitlichen und des geistigen Todes. Das Sühnopfer unseres Erretters ist unbegrenzt und ewig. Jeder von uns irrt einmal ab und wird den Erwartungen nicht gerecht. Vielleicht kommen wir sogar eine Zeit lang vom Weg ab. Gott versichert uns liebevoll, dass es immer einen Weg zurück gibt, ganz gleich, wo wir sind oder was wir getan haben. Er wartet mit offenen Armen auf uns. Zweitens kann uns unser Lagerfeuer des Glaubens dazu anregen, andere auf eine neue, höhere und heiligere Weise zu betreuen, wie der Geist es uns eingibt. Das bringt Wunder mit sich und die Segnungen, die mit Bündnissen einhergehen. Wir verspüren Gottes Liebe und bemühen uns, andere in diesem Geiste zu betreuen. Vor kurzem haben meine Frau und ich eine Familie kennengelernt, die dadurch gesegnet wurde, dass ein treuer Priestertumsträger zu ihrem Bischof ging und fragte, ob er der Heimlehrpartner des Vaters der Familie sein könne. Der Vater war nicht aktiv und hatte kein Interesse daran, heimlehren zu gehen. Doch als sich im Herzen des Vaters allmählich eine Wandlung vollzog, begannen er und der liebevolle Priestertumsträger, ihre Familien zu besuchen. Nach einem dieser Besuche fragte ihn seine Frau, die ebenfalls nicht zur Kirche ging, wie die Besuche gewesen waren. Der Vater gab zu, vielleicht habe ich etwas verspürt, und dann ging er in die Küche und holte sich ein Bier. Doch dann kam eins zum anderen. Geistige Erlebnisse, liebevolle Betreuung, eine Herzenswandlung, ein Tempelvorbereitungskurs, die Teilnahme an den Versammlungen der Kirche, die Siegelung der Familie im Heiligen Tempel. Stellen Sie sich nur vor, wie dankbar die Kinder und Enkelkinder ihren Eltern und dem betreuenden Bruder sind, der sich mit ihrem Vater anfreundete, damit sie gemeinsam anderen Liebe erweisen und sie betreuen konnten. Eine dritte Anregung durch das Lagerfeuer des Glaubens. Kreative Freude im Evangelium und Segnungen stellen sich ein, wenn wir uns darum bemühen, den Herrn und andere mit ganzem Herzen und ganzer Seele zu lieben. In den Heiligen Schriften werden wir aufgefordert, unser gegenwärtiges und künftiges Ich auf den Altar der Liebe und des Dienens zu legen. Im Alten Testament, in Deuteronomium, wird uns aufgetragen, den Herrn, deinen Gott zu lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Josua mahnt, liebt den Herrn, euren Gott, geht auf allen seinen Wegen, bewahrt seine Gebote, schließt euch ihm an und dient ihm mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele. Im Neuen Testament nennt unser Erretter die beiden wichtigsten Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst.
Im Buch Mormon, einem weiteren Zeugen für Jesus Christus, mühte König Benjamin sich mit der ganzen Kraft seines Leibes und der Fähigkeit seiner ganzen Seele und stellte Frieden im Lande her. Wie jeder Missionar weiß, bittet uns der Herr im Buch Lehre und Bündnisse, ihm mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft zu dienen. Als die Heiligen im Kreis Jackson ankamen, gebot der Herr ihnen, den Sabbat heilig zu halten, indem sie den Herrn, ihren Gott, liebten mit ihrem ganzen Herzen, mit all ihrer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft. Und im Namen Jesu Christi sollten sie ihm dienen. Wir freuen uns über die Aufforderung, uns mit unserer ganzen Seele darum zu bemühen, Gott und die Menschen um uns herum auf eine noch höhere und heiligere Art und Weise zu lieben und unseren Glauben an den himmlischen Vater und an Jesus Christus in unserem Herzen, unserem Zuhause und in der Kirche zu stärken. Viertens regt uns unser Lagerfeuer des Glaubens dazu an, uns rechtschaffene Gewohnheiten anzueignen, durch die unser Glaube und unsere geistige Gesinnung gestärkt werden. Zu diesen heiligen Handlungsweisen, rechtschaffenen Routinen und gebeterfüllten Gewohnheiten zählen unter anderem das Gebet, das Schriftstudium, das Fasten, das Gedenken an unseren Erretter und unsere Bündnisse beim Heiligen Abendmahl, dass wir anderen zum Beispiel durch Missions- und Tempelarbeit oder durch Familienforschung die Segnungen des Evangeliums zugänglich machen, das sorgfältige Führen eines Tagebuchs und so weiter. Wenn sich rechtschaffene Gewohnheiten mit geistiger Sehnsucht verbinden, werden Zeit und Ewigkeit vereint. Wir empfangen geistiges Licht und Leben, wenn wir durch die regelmäßige Ausübung unserer Religion unserem Vater im Himmel und unserem Erretter Jesus Christus näher kommen. Wenn wir nach dem Geist und dem Buchstaben des Gesetzes leben, können die Dinge der Ewigkeit wie der Tau vom Himmel auf unsere Seele fallen. Durch täglichen Gehorsam und erquickendes, lebendiges Wasser finden wir Antworten, Glauben und die Kraft, die Herausforderungen und Chancen eines jeden Tages mit der Geduld und der Freude anzugehen, die das Evangelium mit sich bringt, und sie aus der Perspektive des Evangeliums zu betrachten. Fünftens, wenn wir die besten unserer Gewohnheiten beibehalten und gleichzeitig nach neuen und heiligeren Arten suchen, wie wir Gott lieben und uns und andere darauf vorbereiten können, vor den Herrn zu treten, kann unser Lagerfeuer des Glaubens uns daran erinnern, dass Vollkommenheit bei Christus zu finden ist und nicht in uns selbst oder in weltlichen Perfektionismus. Gottes Aufforderungen sind voller Liebe und Möglichkeiten, denn Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. All diejenigen, die sich beladen fühlen, fordert er auf, kommt alle zu mir. Und all denen, die zu ihm kommen, verheißt er, ich will euch erquicken. Kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen. Liebt Gott mit all eurer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft. Dann ist seine Gnade ausreichend für euch, damit ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen seid. In dieser Zusicherung, damit ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen seid, steckt auch der Trost, der Friede und die Verheißung, dass wir auch weiterhin mit Glauben an den Herrn und mit Vertrauen in ihn vorangehen können, auch wenn sich nicht alles so fügt, wie wir es gehofft oder erwartet haben oder wie wir es vielleicht verdienen, selbst wenn uns keine Schuld daran trifft und wir unser Bestes gegeben haben. Irgendwann und in irgendeiner Hinsicht fühlen wir uns alle einmal unzulänglich, unsicher und vielleicht sogar unwürdig. Doch bei unseren treuen Bemühungen, Gott zu lieben und unseren Mitmenschen zu dienen, können wir auf neue und heiligere Weise Gottes Liebe verspüren und die Inspiration erhalten, die wir für uns und unsere Mitmenschen brauchen. Voll Mitgefühl bittet und verheißt der Erretter uns, dass wir mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben können, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Durch die Lehre Christi und das Sühnopfer des Erretters und indem wir den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg von ganzem Herzen beschreiten, können wir seine Wahrheiten erkennen und frei werden. Ich bezeuge, dass die Fülle des Evangeliums und Gottes Plan des Glücklichseins wiederhergestellt wurden und in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, in den Heiligen Schriften und von den Propheten gelehrt werden, vom Propheten Joseph Smith an, bis heute zu Präsident Russell M. Nelson. Ich bezeuge, dass Gottes durch Bündnisse vorgezeichneter Weg zu der größten Gabe führt, die unser liebevoller Vater im Himmel uns verheißt. Ihr werdet ewiges Leben haben. Ich bete darum, dass wir seine Segnungen empfangen und dauerhafte Freude haben werden, wenn wir uns mit ganzem Herzen, mit all unseren Hoffnungen und mit unserer Entschlossenheit an unserem Lagerfeuer des Glaubens wärmen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Erst vor wenigen Wochen durfte ich miterleben, wie mehrere achtjährige Kinder getauft wurden. Sie hatten von ihren Eltern und Lehrern bereits viel über das Evangelium Jesu Christi gelernt. Der Same ihres Glaubens an Christus hatte zu wachsen begonnen. Und jetzt wollten sie ihm ins Wasser der Taufe folgen und Mitglieder seiner wiederhergestellten Kirche werden. Als ich ihre Vorfreude sah, fragte ich mich, wie viel sie wohl von einem wichtigen Aspekt ihres Taufbundes verstanden, nämlich ihr Versprechen, den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen. Gott hat von Anfang an verkündet, welche überragende Bedeutung der Name Jesu Christi in seinem Plan für uns hat. Ein Engel hat unserem ersten Vater Adam erklärt, du sollst alles, was du tust, im Namen des Sohnes tun und du sollst umkehren und Gott im Namen des Sohnes anrufen, immer da. König Benjamin, ein Prophet aus dem Buch Mormon, verkündete seinem Volk, dass kein anderer Name, noch irgendein anderer Weg oder ein anderes Mittel gegeben wird, wodurch uns Errettung zuteil werden kann. Der Herr hat diese Wahrheit dem Propheten Joseph Smith bekräftigt. Siehe, Jesus Christus ist der Name, der vom Vater gegeben ist, und es ist kein anderer Name gegeben, wodurch der Mensch errettet werden kann. In unserer Zeit hat Präsident Dallin H. Oaks gesagt, wer Glauben an den heiligen Namen Jesu Christi übt und in seinen Bund eintritt, kann das Sühnopfer Jesu Christi für sich beanspruchen. Unser Vater im Himmel lässt keinen Zweifel daran, dass der Name seines Sohnes Jesus Christus nicht einfach nur ein Name unter vielen ist. Der Name des Erretters hat einmalige und entscheidende Macht. Dies ist der einzige Name, durch den Errettung möglich ist. Unser liebevoller Vater betont diese Wahrheit in jeder Evangeliumszeit und versichert so allen seinen Kindern, dass es einen Weg zu ihm zurück gibt. Dass es einen sicheren Weg gibt, bedeutet jedoch nicht, dass unsere Rückkehr automatisch gesichert ist. Gott sagt uns, dass unser Handeln erforderlich ist. Darum müssen alle Menschen den Namen auf sich nehmen, der vom Vater gegeben ist. Um die errettende Macht in Anspruch nehmen zu können, die uns nur durch den Namen Christi zuteil wird, müssen wir uns vor Gott demütigen und mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist vortreten und willens sein, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen, wodurch wir uns, wie meine achtjährigen Freunde, bereit machen, durch die Taufe in seine Kirche aufgenommen zu werden. Wer sich aufrichtig wünscht, den Namen des Erretters auf sich zu nehmen, muss sich für die Taufe bereit machen und diese heilige Handlung als ein äußeres Zeichen seiner Entscheidung empfangen. Doch die Taufe ist erst der Anfang. Das Wort nehmen ist nicht passiv. Es ist ein Tätigkeitswort mit mehreren Definitionen. Ebenso umfasst unsere Verpflichtung, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen, mehrere Aspekte und erfordert, dass wir handeln. Zum Beispiel bedeutet das Wort nehmen unter anderem, dass wir etwas zu uns nehmen oder einnehmen, wie etwa ein Getränk zu uns nehmen. Wenn wir den Namen Christi auf uns nehmen, verpflichten wir uns, seine Lehren, seine Eigenschaften und letztendlich seine Liebe tief in unser Wesen aufzunehmen, damit sie ein Teil von uns werden. Dementsprechend wichtig ist die Aufforderung, die Präsident Nelson an die jungen Erwachsenen richtete, sich nämlich Gebet erfüllt und eifrig darum zu bemühen, zu verstehen, was jeder einzelne der verschiedenen Titel und Namen des Erretters ihnen persönlich bedeutet und sich an den Worten Christi in den Schriften, insbesondere dem Buch Mormon, zu weiden. Eine weitere Bedeutung des Wortes nehmen ist, einen Menschen in einer bestimmten Funktion anzunehmen oder sich die Wahrheit eines Gedankens oder Grundsatzes zu eigen zu machen. Wenn wir den Namen Christi auf uns nehmen, nehmen wir ihn als unseren Erretter an, und wir machen uns stetig seine Lehren als Richtschnur für unser Leben zu eigen. Bei jeder bedeutenden Entscheidung, die wir treffen, können wir sein Evangelium als wahr annehmen
und gehorsam von ganzem Herzen, mit aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft danach leben. Das Wort nehmen kann außerdem bedeuten, dass man sich an einem Namen oder einer Sache ausrichtet. Die meisten von uns haben bereits Erfahrungen damit gemacht, bei der Arbeit Verantwortung zu übernehmen oder sich einer Sache anzunehmen. Wenn wir den Namen Christi auf uns nehmen, nehmen wir die Pflichten eines wahren Jüngers auf uns. Wir vertreten seine Sache und wir treten allzeit und in allem und überall, wo auch immer wir uns befinden, als seine Zeugen auf. Präsident Nelson hat jede junge Dame und jeden jungen Mann aufgefordert, sich dem Jugendbataillon des Herrn anzuschließen, um bei der Sammlung Israels mitzuhelfen. Und wir alle nehmen dankbar den Aufruf des Propheten an, den Namen der wiederhergestellten Kirche des Erretters zu verwenden, wie dieser ihn offenbart hat, nämlich Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Während wir lernen, den Namen des Erretters auf uns zu nehmen, müssen wir verstehen, dass die Sache Christi und seine Kirche ein und dasselbe sind. Sie lassen sich nicht voneinander trennen. In ähnlicher Weise sind unsere persönliche Nachfolge Jesu und die aktive Mitgliedschaft in seiner Kirche ebenfalls untrennbar verbunden. Wenn wir in unserer Hingabe an das eine wanken, lässt auch die Hingabe an das andere nach. Das ist unausweichlich. Einige zögern, den Namen Jesu Christi und seine Sache auf sich zu nehmen, weil sie meinen, dadurch sehr eingeschränkt und beengt zu werden. Den Namen Christi auf uns zu nehmen, ist jedoch in Wirklichkeit befreiend und erweitert alles. Es weckt in uns erneut den Wunsch, den wir verspürten, als wir den Plan Gottes voller Glauben an den Erretter annahmen. Wenn dieser Wunsch in unserem Herzen lebendig ist, können wir den wahren Sinn unserer gottgegebenen Gaben und Talente entdecken, die Kraft der Liebe Jesu erfahren und mehr Interesse am Wohl unseres Nächsten entwickeln. Wenn wir den Namen des Erretters auf uns nehmen, dann ergreifen wir wahrhaftig alles Gute und werden ihm ähnlich. Es ist wichtig, daran zu denken, dass wir den Namen des Erretters durch Bündnisse auf uns nehmen, angefangen mit dem Bund, den wir bei der Taufe schließen. Präsident Nelson hat gesagt, wenn Sie sich verpflichten, dem Erretter nachzufolgen, indem Sie Bündnisse mit ihm eingehen und diese auch halten, öffnet sich Ihnen die Tür zu jeder geistigen Segnung und zu jedem Anrecht, die uns offenstehen. Wenn wir mit der Taufe den Namen des Erretters auf uns nehmen, steht uns die nächste heilige Handlung auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg offen, nämlich die Konfirmierung. Und das ist ein großer Segen. Als ich eines der achtjährigen Kinder fragte, was es ihm bedeutet, den Namen Christi auf sich zu nehmen, antwortete das Mädchen schlicht, es bedeutet, dass ich den Heiligen Geist bei mir haben kann. Genau so ist es. Die Gabe des Heiligen Geistes empfangen wir durch die Konfirmierung, nachdem wir die Taufe empfangen haben. Diese Gabe ist das Recht und die Möglichkeit, den Heiligen Geist ständig bei uns zu haben. Wenn wir auf seine leise, sanfte Stimme achten und hören, hält er uns auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg, den wir durch die Taufe betreten haben. Er warnt uns, wenn wir versucht sind, davon abzuweichen, und ermuntert uns, umzukehren und nötige Anpassungen vorzunehmen. Nach der Taufe müssen wir darauf achten, den Heiligen Geist immer bei uns zu behalten, damit wir auf diesem Weg weiter vorankommen. Der Heilige Geist kann nur in dem Maße bei uns sein, wie wir unser Leben rein und frei von Sünde halten. Aus diesem Grund hat der Herr für uns einen Weg bereitet, wie wir die reinigende Wirkung unserer Taufe durch eine weitere heilige Handlung, das Abendmahl, beständig erneuern können. Jede Woche können wir erneut bezeugen, dass wir willens sind, den Namen des Sohnes auf uns zu nehmen, indem wir die Hand ausstrecken und die Symbole für das Fleisch und das Blut des Herrn, Brot und Wasser, in die Hand nehmen und sie in unser Innerstes aufnehmen. Der Erretter wiederum vollbringt ein weiteres Mal das Wunder, uns zu reinigen, wodurch wir würdig werden, den Einfluss des Heiligen Geistes ständig bei uns zu haben. Ist dies nicht ein Beweis der unendlichen Barmherzigkeit, die nur im Namen Jesu Christi zu finden ist? So wie wir seinen Namen auf uns nehmen, nimmt er unsere Sünden und unser Leid auf sich. Und doch ist seine Hand noch immer ausgestreckt. Und er will uns mit den Armen seiner Liebe umschließen. Das Abendmahl erinnert uns jede Woche daran, dass es eine lebendige und beständige Verpflichtung ist, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen
und kein einmaliges Ereignis am Tag unserer Taufe. Wenn vom Leib und Blut wir nehmen beim heiligen Abendmahl, Vergebung unserer Sünden wird uns durch ihn zuteil. Das ist etwas, was wir immer wieder erleben können. Da wundert es nicht, dass jemand, der die machtvollen geistigen Segnungen erkennt, die damit einhergehen, dass man den Namen Christi auf sich nimmt, Freude empfindet und sich danach sehnt, mit seinem Gott einen Bund einzugehen. Wenn wir dem von Gott festgelegten Weg folgen, den die Bündnisse weisen, schenken uns unsere entschlossenen Bemühungen, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen, die Kraft, uns seinen Namen immer ins Herz geschrieben zu bewahren. Wir lieben Gott und unseren Nächsten und verspüren den Wunsch, ihnen zu dienen. Wir halten seine Gebote und sehen uns danach, ihm näher zu kommen, indem wir weitere Bündnisse mit ihm eingehen. Wenn wir schwach sind und es nicht schaffen, so zu handeln, wie es unseren rechtschaffenen Wünschen entspricht, bitten wir um die Kraft, die wir nur durch seinen Namen erhalten können, und er wird uns zur Hilfe kommen. Wenn wir treu am Glauben festhalten, kommt der Tag, da wir ihn sehen und bei ihm sein und feststellen werden, dass wir ihm ähnlich geworden und somit würdig sind, in die Gegenwart des Vaters zurückzukehren. Denn die Verheißung des Erretters ist sicher. Diejenigen, die an den Namen Jesu Christi glauben und den Vater in seinem Namen anbeten und im Glauben an seinen Namen bis ans Ende ausharren, werden im Reich Gottes errettet werden. Wie Sie freue ich mich, dass wir diese unvergleichlichen Segnungen dadurch empfangen können, dass wir den Namen Jesu Christi auf uns nehmen, für den und in dessen Namen ich Zeugnis gebe. Amen. Wir danken allen, die heute Nachmittag zu uns gesprochen oder für die wunderbare Musik gesorgt haben. Insbesondere diesem Missionarschor. Da, wie Sie alle wissen, unlängst am Ablauf der Generalkonferenz Änderungen vorgenommen wurden, die jetzt wirksam werden, erinnern wir die Schwestern ab 8 Jahren nun daran, dass anstatt einer Priestertumsversammlung heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Schwesternversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung Music and the Spoken Word wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Elder Dieter F. Uchtdorf vom Kollegium der 12 Apostel. Nach seinen Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied Hoffnung Israels. Das Schlussgebet spricht dann Elder Joni L. Koch von den 70ern. Meine lieben Brüder und Schwestern, es ist eine wunderbare Gelegenheit, hier mit Ihnen zusammenzukommen an dieser wunderbaren Generalkonferenzversammlung, um bei inspirierten Botschaften zuzuhören und diesem wunderbaren Chor von Missionaren und Missionarinnen zuzuhören, diesen vielen Tausenden von Missionaren, die auf der ganzen Welt dienen. Und besonders in unserem Glauben heute vereint zu sein und wieder unseren geliebten Propheten, Präsident Nelson, zu bestätigen. Was für ein wunderbarer, freudiger Tag heute. Einst war König Salomo einer der nach außen hin erfolgreichsten Menschen der Weltgeschichte. Er schien alles zu besitzen: Geld, Macht, Ruhm und Ehre. Doch wie fasste König Salomo sein Leben zusammen,
nachdem er sich jahrzehntelang dem Genuss und dem Luxus hingegeben hatte. Das ist alles Windhauch, waren seine Worte. Dieser Mann, der alles hatte, war am Ende desillusioniert, pessimistisch und unglücklich, obwohl so viel für ihn so vorteilhaft verlaufen war. Auf Deutsch gibt es das schöne Wort Weltschmerz. Grob gesagt bezeichnet man damit eine tiefe Traurigkeit darüber, dass man die Welt als unzulänglich empfindet, weil sie so nicht ist, wie sie sein sollte. Vielleicht verspürt ein jeder von uns ein wenig Weltschmerz. Da nisten sich in irgendeinem Winkel klammheimlich Sorgen ein. Da überzieht Schwermut unsere Tage und überschattet unsere Nächte. Da treten Schicksalsschläge und Ungerechtigkeiten in unsere Welt ein und auch in das Leben der Menschen, die wir lieben. Da bewegen wir uns auf unserem ureigenen, einsamen Weg des Missgeschicks voran und Schmerz verfinstert unseren Frieden und reißt uns aus unserer Ruhe, sodass wir geneigt sein mögen, Salomo beizupflichten, dass das Leben nichts anderes ist als ein Windhauch und keinerlei Bedeutung habe. Die gute Nachricht lautet, es gibt Hoffnung. Es gibt einen Ausweg aus der Leere, der Sinnlosigkeit und dem Weltschmerz des Lebens. Es gibt einen Ausweg selbst aus der tiefsten Hoffnungslosigkeit und Entmutigung, die Sie vielleicht empfinden mögen. Diese Hoffnung liegt im Evangelium Jesu Christi, das alles umzuwandeln vermag, und im Erretter, der mit seiner erlösenden Macht unsere kranke Seele heilen kann. Ich bin gekommen, verkündete Jesus, damit Sie das Leben haben und es in Fülle haben. Wir erreichen dieses Leben in Fülle, indem wir unseren Blick nicht auf die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Errungenschaften richten, sondern wahre Jünger Jesu Christi werden und seinen Wegen folgen und uns in seinem Werk einsetzen. Wir finden das Leben in Fülle, indem wir uns selbst vergessen und uns das große Anliegen Christi zu eigen machen. Welches Anliegen verfolgt Christus? Dass wir an ihn glauben, lieben, wie er geliebt hat, und tun, was er getan hat. Jesus zog umher und tat Gutes. Er begab sich unter die Armen, die Ausgestoßenen, die Kranken und die Beschämten. Er nahm sich der Machtlosen und Schwachen an, derer, die keine Freunde hatten. Er verbrachte Zeit mit ihnen, er redete mit ihnen. Und er heilte sie alle. Wo er auch hinging, verkündete der Erretter die gute Nachricht des Evangeliums. Er sprach über ewige Wahrheiten, die die Menschen geistig ebenso frei machten wie in weltlicher Hinsicht. Wer sich dem Anliegen Christi verschreibt, der erkennt die Wahrheit in der Verheißung des Erretters. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Salomon hatte nicht recht. Meine lieben Brüder und Schwestern, das Leben ist kein Windhauch. Im Gegenteil. Es kann voller Sinn, Bedeutung und Frieden sein. Jesus Christus streckt seine heilenden Hände einem jeden entgegen, der nach ihm sucht. Ich bin zu der zweifelsfreien Erkenntnis gelangt, dass der Glaube an Gott, die Liebe zu ihm und das Bestreben, Christus zu folgen, in uns einen Herzenswandel bewirken, unseren Schmerz lindern und unsere Seele mit überaus großer Freude erfüllen kann. Wir müssen selbstverständlich mehr tun, als das Evangelium lediglich mit dem Verstand zu erfassen, damit es diesen heilsamen Einfluss auf unser Leben hat. Wir müssen es unserem Leben einverleiben, es zu einem Teil dessen machen, wer wir sind und was wir tun. Ich schlage vor, das Jüngersein mit drei einfachen Wörtern zu beginnen: Glauben, Lieben, Tun.
Der Glaube an Gott führt dazu, dass man ihm und seinem Wort vertraut. Der Glaube lässt in unserem Herzen die Liebe zu Gott und zu anderen wachsen. Und wenn diese Liebe wächst, fühlen wir uns angeregt, es dem Erretter auf unserer eigenen großartigen Reise auf dem Weg eines Jüngers nachzutun. Moment, sagen Sie nun, das kommt mir doch ein wenig zu simpel vor. Die Sorgen des Lebens und meine ganz bestimmt sind viel zu vielschichtig, um sie dermaßen einfach darzustellen. Man kann den Weltschmerz nicht mit den drei einfachen Wörtern Glauben, Lieben, Tun beheben. Nein, es ist nicht diese Maxime, die uns heilt. Es ist die Liebe Gottes, die uns rettet, uns wiederherstellt, uns wiederbelebt. Gott kennt sie. Sie sind sein Kind. Er liebt sie. Selbst wenn sie glauben, sie seien nicht liebenswert, wendet er sich ihnen zu. Auch am heutigen Tag, ja, jeden Tag, wendet er sich ihnen zu und er möchte sie heilen, sie aufrichten und die Leere in ihrem Herzen durch bleibende Freude ersetzen. Er möchte jede Finsternis vertreiben, die ihr Leben überschattet und es mit dem heiligen und strahlenden Licht seiner unendlichen Herrlichkeit erfüllen. Das habe ich selbst erlebt. Als Apostel des Herrn Jesus Christus bezeuge ich, dass ein jeder, der sich Gott zuwendet, jeder, der wirklich glaubt, liebt und etwas tut, dies ebenfalls erleben kann. Aus den Heiligen Schriften wissen wir, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer hinzutreten will zu Gott, muss glauben, dass er ist. Manche finden den Akt des Glaubens selbst schwierig. Ihr Stolz steht ihnen manchmal im Weg. Sie denken vielleicht, weil sie intelligent, gebildet oder erfahren sind, können sie einfach nicht an Gott glauben. Und sie fangen an, die Religion als törichte Überlieferung anzusehen. Meiner Erfahrung nach ähnelt der Glaube weniger einem Gemälde, das man bewundernd betrachtet, über das man dann spricht und Theorien entwickelt. Nein, er ähnelt mehr einem Pflug, den man auf den Acker mitnimmt und mit dem man im Schweiße seines Angesichts Furchen in den Erdboden zieht, damit er Samenkörner aufnimmt und Früchte trägt, die bleiben. Naht euch Gott, dann wird er sich euch nahen. Dies ist allen verheißen, die glauben wollen. Aus den Heiligen Schriften wird offenbar, dass wir umso glücklicher werden, je mehr wir Gott und seine Kinder lieben. Die Liebe, von der Jesus sprach, ist jedoch keine, wie auf den Glückwunschkarten zum Wegwerfen gedacht. Es ist keine Liebe, die man im Munde führt und dann vergisst. Es ist keine Liebe von der Sorte, sag Bescheid, wenn ich sonst noch etwas tun kann. Die Liebe, von der Gott spricht, ist von der Art, die uns ins Herz dringt, wenn wir morgens erwachen, die den ganzen Tag bei uns bleibt und die in unserem Herzen anschwillt, wenn wir am Abend unser Gebet sprechen. Das ist unaussprechliche Liebe, die der himmlische Vater für uns empfindet. Sie zeigt sich in einem grenzenlosen Mitgefühl, das uns gestattet, in anderen noch klarer zu erkennen, wer sie wirklich sind. Durch die Brille der reinen Liebe betrachtet, erkennen wir unsterbliche Wesen von unbeschränktem Potenzial und Wert, geliebte Söhne und Töchter des allmächtigen Gottes. Sobald wir durch diese Brille blicken, ist es uns unmöglich, andere gering zu schätzen, zu missachten oder zu diskriminieren. Im Werk des Erretters ist es oft Kleines und Einfaches,
wodurch Großes zustande gebracht wird. Wir wissen, dass man alles immer wieder üben muss, wenn man gut daran werden will. Ob man Klarinette spielen, einen Ball ins Netz treten, ein Auto reparieren oder ein Flugzeug steuern will. Nur durch Üben kann man immer besser werden. Genau dabei hilft uns die Organisation, die der Erretter auf Erden eingerichtet hat. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Dort finden wir einen Ort, wo wir üben können, so zu leben, wie er es gelehrt hat, und anderen Gutes zu tun, wie er es getan hat. Als Mitglieder der Kirche werden wir berufen und verpflichtet, uns anderen voller Mitgefühl zuzuwenden und uns um sie zu kümmern. Und wir erhalten Gelegenheit dazu. Gerade erst in der Kirche wieder mehr Nachdruck darauf gelegt worden, dass man sich um andere kümmern und ihnen dienen soll. Es wurde viel überlegt, wie man diese besondere Art des Dienstes nennen könnte. Es ist ein neuer Weg, ein verbesserter Weg, wie wir unseren Mitmenschen dienen können, in vielen unterschiedlichen Wegen. Es wurde wirklich viel darüber nachgedacht, wie wir diese Verbesserung nennen sollten. Einer der Begriffe, die im Englischen in Erwägung gezogen wurden, war Shepherding. Einer der Nachteile dieser Begriffe war jedoch gewesen, dass wir wie ein German Shepherd vorgekommen wäre, was übersetzt, dieser Begriff macht mich zu einem deutschen Schäferhund. Ich bin daher mit dem Begriff Betreuen ganz zufrieden. Selbstverständlich ist der Gedanke, liebevoll zu betreuen, nicht neu. Einander zu dienen, zu betreuen, bietet uns eine erweiterte Gelegenheit, den Umgang mit dem Gebot des Herrn. Denken Sie zum Beispiel in der Missionsarbeit. Furchtlos, demütig und zuversichtlich über das Evangelium zu sprechen, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man sich der geistigen Bedürfnisse anderer annehmen kann. Oder die Tempelarbeit. Wir spüren die Namen unserer Vorfahren auf und bieten ihnen die Segnungen der Ewigkeit an. Was für eine göttliche Art, andere zu betreuen. Oder wie wir tatsächlich die Armen und Bedürftigen aufsuchen, die herabgesunkenen Hände emporheben und den Kranken und Bedrängten einen Segen geben. Ist das nicht genau die Art reinen Dienstes und Betreuens, die der Herr praktiziert hat, als er auf der Erde wandelte? Wenn Sie kein Mitglied der Kirche sind, lade ich Sie ein, zu uns zu kommen. Kommen Sie her und schließen Sie sich uns an. Wenn Sie Mitglied der Kirche sind, aber im Moment nicht aktiv am Kirchenleben teilnehmen, kommen Sie bitte zurück. Wir brauchen Sie. Kommen Sie. Vereinen Sie Ihre Stärken mit den unseren. Ihre einzigartigen Talente und Fähigkeiten und Ihre unverwechselbare Persönlichkeit werden uns helfen, besser und glücklicher zu werden. Im Gegensatz werden auch wir Ihnen helfen, besser und glücklicher zu werden. Kommen Sie. Helfen Sie uns, eine Kultur aufzubauen und zu stärken, in der alle Kinder Gottes Heilung, Güte und Barmherzigkeit erfahren. Denn wir alle sind bestrebt, eine neue Schöpfung zu werden, in der das Alte vergangen und Neues geworden ist. Gott zeigt uns, in welcher Richtung wir uns bewegen sollen, vorwärts und aufwärts. Er sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Arbeiten wir doch alle gemeinsam daran, die Art Mensch zu werden, die wir nach Gottes Absicht werden sollen.
Das ist die Art Evangeliumskultur, die wir in der gesamten Kirche Jesu Christi pflegen möchten. Wir wollen die Kirche als einen Ort stärken, wo wir einander vergeben, wo wir der Versuchung widerstehen, Fehler zu finden, zu tratschen und andere herabzusetzen, wo wir aufrichten, anstatt Schwachstellen aufzuzeigen und einander helfen, das Beste zu werden, was aus uns werden kann. Ich lade Sie nochmals ein. Schließen Sie sich uns an. Wir brauchen Sie. Sie werden feststellen, dass es in dieser Kirche einige der feinsten Menschen gibt, die diese Welt zu bieten hat. Sie sind entgegenkommend, liebevoll, gütig und aufrichtig. Sie bringen Opfer, arbeiten fleißig und sind manchmal sogar richtige Helden. Doch sie sind auch schmerzlich unvollkommen. Sie machen Fehler. Manchmal sagen sie etwas, was sie lieber nicht gesagt hätten, oder tun etwas, was sie lieber nicht getan hätten. Eines aber haben sie gemeinsam: Sie wollen besser werden und dem Herrn, unserem Erretter, näher kommen, nämlich Jesus Christus. Sie bemühen sich, alles richtig zu machen. Sie glauben, sie lieben, sie tun. Sie wollen selbstloser werden, mitfühlender, edler und mehr wie Jesus. Ja, das Leben kann manchmal schwer sein. Gewiss erleben wir alle Zeiten, in denen wir verzweifelt und mutlos sind. Doch das Evangelium Jesu Christi gewährt uns Hoffnung. In der Kirche Jesu Christi kommen wir mit anderen zusammen, die einen Ort suchen, wo man sich heimisch fühlen kann. Einen Ort, wo man Fortschritt macht und gemeinsam glauben, lieben und etwas tun kann. Trotz aller manchmal trennenden Unterschiede wollen wir einander als Söhne und Töchter unseres lieben Vaters im Himmel voll annehmen. Ich bin über die Maßen dankbar, dass ich ein Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage bin und weiß, dass Gott seine Kinder genügend liebt, um ihnen einen Plan fürs Glücklichsein und einen Sinn im Leben zu geben und einen Weg zu zeigen, wie sie im künftigen Leben ewige Freude erfahren können. Ich bin dankbar, dass Gott uns einen Weg gezeigt hat, wie die kranke Seele geheilt und der Weltschmerz des Lebens behoben werden kann. Ich bezeuge, wenn wir an Gott glauben, wenn wir ihn lieben und wenn wir andere von ganzem Herzen lieben und uns bemühen, das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat, dann finden wir Heilung und Frieden, Glück und Bedeutung im Leben. Diesen Segen gebe ich im heiligen Namen, im Namen unseres Erretters, im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser geliebter und lieber Vater im Himmel, wir kommen vor dich in Gebet und mit unseren Herzen, die voller dankbar sind für diese kostbaren Lehren und Anweisungen, die wir erhalten haben und die von unseren Propheten und Aposteln und Führungskräften ergangen sind. Wir sind sehr dankbar für die Musik, die von unseren tapferen Missionaren gesungen wurde. Und wir danken dir besonders für diesen wunderbaren Geist, den wir hier gefühlt haben. Und wir bitten dich, uns zu segnen und mit dem Mut und mit dem Wunsch und der Fähigkeit, gemäß den Gefühlen, die wir gehabt haben, zu handeln, die uns durch den Geist und durch diese wunderbare Musik deiner Diener gekommen sind. Bitte segne uns mit der Fähigkeit, uns unseren Sinn darauf und unser Herz darauf vorzubereiten, auf die kommenden Versammlungen der Generalkonferenz, damit wir persönliche Offenbarungen empfangen dürfen. Und dies beten wir im Namen Jesu Christi. Amen. Dies war eine Übertragung von der 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik sorgte ein gemischter Chor mit Missionaren aus der Missionarsschule in Provo. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.